Einen schönen guten Morgen, liebe Radfreunde. Heute Tag 3 meiner Tour auf dem Leiner Heideradweg. Herzlich willkommen. Ich stehe hier in Hannover neben der Altstadt. Fahrrad ist gepackt. Die ersten Meter bin ich jetzt schon gerollt. Und es geht jetzt gleich weiter zur Leine. Und dann auf den Weg in Richtung Soltau. Alles weitere wie gehabt von unterwegs. Bis gleich. Ja, es geht erstmal in Richtung Leine runter, wohin sonst? Wir wollen ja auf den Leine-Radweg. So, und da wären wir jetzt auf dem Leine-Radweg. Hier links vor mir die Leine. Ganz ruhig liegt sie da. So, die erste Leinequerung heute. Dann geht es jetzt hier weiter. Ja, die ersten 5 Kilometer sind geschafft. Es geht jetzt hier erstmal in Richtung Nordwesten. In Richtung Steinhuder her, Steinhuder Meer. Aber ans Steinhuder Meer selbst werden wir nicht kommen. Eine schöne Morgenstimmung wieder. Ich habe jetzt mal den Track ganz kurz verlassen. Sieht schon sehr beeindruckend aus, diese Industrieruine hier. Ja, die Tour heute. Wir werden dann erstmal der Leine folgen. Und die Leine begleiten wir dann bis zur Mündung in die Aller und dann werden wir sie verlassen. Und dann geht es weiter durch die Lüneburger Heide. Zielort, wie ich schon sagte, ist dann Soltau heute und die Distanz etwa 115 Kilometer, zumindest laut dem Routenplaner. Ja, ich denke mal, dass da noch so ein bisschen paar Umwege mit zukommen, dann wird es wahrscheinlich so wie gestern etwa werden. So 120, 125 Kilometer. Ja, aus Hannover bin ich jetzt raus hier. Ja, und der nächste Ort wird in ungefähr 3,5 Kilometern dann Seetze sein. Ja, ist zum Wetter heute. Ich bin gestartet bei 14 Grad und jetzt haben wir momentan 15 und 25 sollen es noch werden heute. Ja, nach Seetze rein ging es jetzt nicht. Der Weg führte vorher weg. Und der nächste größere Ort ist mir angezeigt worden mit Neustadt am Rübenberge. 20 Kilometer bis dorthin. Ja, so wie es aussieht, kreuzen wir jetzt hier den Mittellandkanal. Da war jetzt kein Hinweis, aber ich wüsste nicht, was es sonst sein sollte hier. Da vorne steht eine Schautafel. Dann schauen wir mal ran. Ja, hier ist dann die Schautafel. Ja, wie gesagt, das ist der Mittellandkanal. Ja, ich weiß ja nicht, warum man immer solche Schautafeln hier verunstalten muss. Ja, ich habe hier gerade eine Autobahn gequert.
Es müsste die A2 sein. Ich bin hier ungefähr 2 Kilometer hinter Garbsen. Aber durch Garbsen bin ich auch nicht direkt durchgekommen, sondern auch mehr am Rande vorbeigefahren. Ja, der Radweg geht jetzt hier an einer Landstraße entlang. Die ist aber schwach befahren. Man hört trotzdem so ein leichtes Rauschen von der A2, die hier hinter dem Wald parallel verläuft. Das Schloss Ricklingen war vorher auch ausgeschildert. Ich dachte, da kommt ein Schloss. Aber der Ort heißt so. Na gut, gibt ja auch Schloss heute, gibt es ja auch als Ort. Wisst ihr, was ich schon länger nicht mehr gesehen habe? Die Leine. Bestimmt schon 10 Kilometer. Ja, ein bisschen mehr sogar. Irgendwann taucht sie wieder auf. Ja, ich bin jetzt hier in Bordenau. Und bis Neustadt am Rübenberge sind es jetzt noch 7 Kilometer. So, ich habe jetzt eben in einer Kurve ganz kurz die Leine gesehen und jetzt fahren wir auch rüber hier. Und wir sind in Neustadt am Rübenberge, gefahren bis jetzt 31 Kilometer und ich gucke mal, dass ich hier irgendwo eine Pause machen kann. Ja, ich bin jetzt hier in der Innenstadt, in Neustadt am Rübenberge. Ich muss mein Fahrrad hier mal kurz schieben. Fahren darf man hier nicht. Hier ist das alte Rathaus hier links. Ja, ich habe den Weg jetzt auch verlassen, um jetzt hier in die Stadt zu kommen. Hier ist noch Fußgängerzone, aber für Fahrräder jetzt freigegeben. Ja, hier ist die alte Leine. Und hier ist der Hauptlauf der Leine. Ja, und da bin ich wieder auf dem Track. Der nächste Ort wäre dann Suttorf. Ja, ich habe mich in Neustadt beim Bäcker erstmal gestärkt. Ein Frühstück eingenommen und mir noch Vorräte beschafft, um den Rest der Tour heute zu überstehen. Oder den Rest der Etappe, muss ich ja richtigerweise sagen. Ja, ich habe jetzt Suttorf verlassen. Schwarmstedt war jetzt ausgeschildert mit 30 Kilometern. Das ist dann der nächste größere Ort. Und gefahren bin ich bis jetzt 40 Kilometer. Basse. Und Basse gehört noch zur Neustadt. Ich habe jetzt mal die Hauptstraße verlassen. Der Dorfkern, der sah eigentlich so vom Weiten ganz nett aus. Na, mal gucken. Das wird jetzt nur ein kleiner Schwenker hier. Aber der Anblick hier lohnt doch schon mal. Ja. Und dann war das jetzt der Schwenker nach Basse. Ja, da hing auch so ein Schild, dass der Ort Basse wohl Sieger im Dorfwettbewerb 1991 und 1999 war. Aber daraus ging jetzt nicht hervor, auf welche Region sich der Wettbewerb beschränkt hat und
was da im Allgemeinen die Kriterien waren, ob es jetzt um Schönheit ging, um Gepflegtheit des Ortes. Das stand da nicht mit bei. Ja, ich glaube, so einen richtigen flussbegleitenden Radweg haben wir heute gar nicht mehr hier. Wir queren ab und zu die Leine. Na, mal gucken. Ja, wir sind jetzt hier in Eversen. Ja, und das waren dann schon wieder die ersten 50 Kilometer jetzt, die ich gefahren bin. Ich bin jetzt ungefähr so 20 Kilometer vor Schwarmstedt. Ich bin hier in Mandelow, wenn ich das richtig behalten habe. Und nach Schwarmstedt noch 16 Kilometer. Kopfsteinpflaster hat heute noch gefehlt in der Sammlung. Ja, ich wollte schon sagen, also sehr viel Abwechslung heute. Strecken asphaltiert oder Schotter oder Waldwege, Singletrails. Und dann wollte ich sagen, dass noch Kopfsteinpflaster fehlt, aber das hatte ich ja jetzt eben. Ja, gefahren bin ich bis jetzt 56 Kilometer. Wo ist denn die Leine hin? Wo ist denn die Leine hin? Wo ist denn die Leine hin? Nichts zu sehen von hier. Es ist ja auf Flussradwegen meistens so, dass man an den Anfangskilometern des Flusses eher wenig dran vorbeifährt. Und dann später, wenn er breiter wird, dann folgt man in der Regel auch dem Fluss mit Uferwegen. Gut, dann geht es von hier und da mal weg. Aber meistens ist es ja so, dass man dann auch. Meistens ist es so, dass man dann auch neben dem Fluss nebenher fährt. Und hier bei der Leine ist es fast umgekehrt. Also ich bin auf den ersten Kilometern in Thüringen bin ich mehr nebenher gefahren als jetzt hier. Ab und zu sieht man sie mal ganz kurz, quert sie. Ja. Das erzähle ich hier, wo wir schon relativ kurz vor der Mündung sind. Also da vorne die Baumreihe ist eine Landstraße, das kann ich sagen. Das ist nicht die Leine. Ich folge einfach dem Weg und dann werde ich ja sehen, ob sie mir noch mal unter die Augen fällt. Ja, ist jetzt kein Drama. Hauptsache der Radweg ist schön und das ist ja. Gefahren bis jetzt 61 Kilometer. Ich werd verrückt. Es gibt sie noch. Ja, ungefähr 5 Kilometer vor Schwarmstedt geht es jetzt hier diesen Singletrail entlang. Ja, wie gesagt, sehr viel Abwechslung hier. Na, Eichhörnchen. Schnell weg. Das hat ja so ein bisschen was von Hochufer hier. Links unter mir die Leine. Ja, so kurz vor der Mündung haben wir jetzt doch noch so ein bisschen Flussradwegcharakter. Aber auch nur ganz kurz, es geht jetzt hier rechts weg.
Nach 70 Kilometern bin ich jetzt hier in Schwarmstedt. Und Schwarmstedt liegt ja bereits im Heidekreis. So, hinter Schwarmstedt kreuzen wir nochmal die Leine. Das müsste jetzt auch die letzte Querung sein vor der Mündung in die Aller. Und nochmal ein Stück Flussradwegcharakter. Ja, die Leine haben wir jetzt verlassen. Die werden wir wohl nicht mehr wiedersehen. Den nächsten Fluss, auf den wir treffen, wird dann wohl die Aller sein. Die müssten wir bald queren. Und wir sind in Ahlden. Ja, ich habe dann im vorhergehenden Ort noch Mittagspause gemacht. Und ich kann jetzt die weitere Etappe dann frisch gestärkt anpacken. Auf geht's. Schöner Ort hier. Leider auch stark befahren. So, hier ist dann die alte Leine. Also wir sehen sie doch nochmal. Ist aber jetzt nicht der Hauptstrom, wie es der Name schon sagt. Ja, wie angekündigt, kreuzen wir jetzt die Aller. Aber die Leinemündung sieht man von hier aus dann auch nicht mehr. Ja, die Aller fließt jetzt hier von hier aus gesehen nach links weiter und mündet bei Pferden in die Weser. Wir sind in Hohenhagen. Dem einen oder anderen kommt der Ort vielleicht bekannt vor. Hier befindet sich nämlich der Serengeti-Park. Der Bahnhof Hohenhagen. Von hier fährt in die Heidebahn. Die verkehrt auf einer Nebenstrecke zwischen Hamburg und Hannover. Ja, hinter Hohenhagen geht es dann hier auf dieser Landstraße entlang, die sich so ziemlich nur gerade dahin zieht, aber mit schöner Landschaft ringsherum. Wir fahren bis jetzt 90 Kilometer. Wir kreuzen jetzt die A7 hier. Und hinter der A7 hier ein schöner Badesee. Nach 8 Kilometer Landstraße sind wir jetzt in Duisshorn. Und Duisshorn gehört zur Stadt Walsrode. Hohnerdingen sind wir jetzt. Gefahren 98 Kilometer. Ja, Hohenhagen zählt zur Stadt Walsrode mit dazu. Walsrode wird einige von euch auch was sagen. Da gibt es nämlich einen Vogelpark. Ja, dann haben wir hier in der Region haben wir dann schon den Serengeti-Park. Dann den Vogelpark hier in Walsrode in der Nähe. Und dann gibt es auch noch den Heidepark in Soltau. Meinem Tagesziel von heute. Da hat drei so eine großen Parks auf relativ engem Raum. In einem Gebiet, was eher strukturschwach ist. Warum?
Es ist genau der Mittelpunkt zwischen den drei Ballungszentren Hannover, Hamburg und Bremen. Also hat man diese drei Ballungszentren mit als Einzugsgebiet. Das ist dann alles schon Kalkül. So, jetzt muss ich mal gucken hier. Wir müssen nach rechts in Richtung Bad Fallingbostel. Nach Walzrode geht es hier links. Da fahren wir jetzt dran vorbei. Und für uns geht es jetzt weiter in Richtung Bad Fallingbostel. Bad Fallingbostel sind wir jetzt. Ja, ich bin hier noch in Bad Fallingbostel. Und der Fluss hier ist die Böhme. Und nie von gehört bis jetzt. So, es geht jetzt hier raus aus Bad Fallingbostel. Weiter in Richtung Soltau. Es müssten noch ungefähr 20 Kilometer werden. Ja, und jetzt offiziell hinaus aus Bad Fallingbostel. Ja, die nächste Bank wird denn jetzt meine sein. Ich habe noch was Süßes einstecken. So als kleinen Energieschub. Ich bin jetzt zwar nicht am Ende, aber es kann nicht schaden, dem Körper noch ein klein bisschen Energie zu geben. Ja, hinter Bad Fallingbostel geht es hier an asphaltierten Wirtschaftswegen durch die Natur. Jetzt geht es hier gerade ein bisschen bergauf. Ja, jetzt habe ich den kleinen Hügel erklommen. Und was für eine Landschaft hier. Nach 109 Kilometern sind wir in Dorfmark. Es hatte ganz kurz was von Spreewald eben. Aber ganz, ganz kurz. Ganz, ganz kurz. Ja, doch. Doch, doch, doch. Schön. Ja, bis Soltau jetzt noch 14 Kilometer. Die werde ich jetzt noch ganz gemütlich auf einer Backe abradeln. Ja, so sieht's aus. Ja, mir ist aufgefallen, so von Hannover bis zu Aller etwa, waren die Schilder alle schon sehr abgenutzt und verblichen teilweise. Das Symbol konnte man teilweise kaum mehr erkennen. Und jetzt hier so die letzten 15 Kilometer etwa, ist schon auffallend, dass die ganzen Tafeln hier erneuert wurden. Die Straße hier nennt sich Rennbahn. Aber deswegen werde ich jetzt hier nicht zulegen. Da hier links und rechts von mir sind große Spargelfelder. Noch ein halbes Jahr, dann werden die wieder beerntet. Ja, die Strecke vor mir war jetzt hier bis hier eben frisch asphaltiert gewesen. Jetzt hier nicht mehr, aber lässt sich auch hier noch gut fahren. Und wir sind eine Menge Bostel. Auch schön dieser Waldweg hier, nehme ich gern mit. Gefahren bis jetzt 114 Kilometer.
Also nach Bad Fallingbostel eine wunderbare Verkehrsführung. Muss ich sagen, man kommt kaum mit Hauptstraßen in Berührung. Man fährt hier so auf Nebenstraßen. Gut, da kommt dann mal ein Auto, so wie jetzt. Das ist dann aber schon fast die Ausnahme. Ja, kurz gesagt, es macht richtig Spaß wieder heute. Auch noch kurz vorm Ziel. Oder vielleicht gerade dann. Ja, 2 Kilometer vor Soltau. Und es geht dann jetzt auf diesem Weg hier entlang. Ja, ich habe hier eben die Bahnstrecke gekreuzt. Und voraus ist ein Soltau. Ausgeschildert jetzt mit 500 Metern. Also so gut wie dort. Ich werde dann gleich wieder direkt das Hotel ansteuern. Ja, ich bin hier am Rande der Innenstadt. Zum Hotel sollten es jetzt vielleicht noch 200, 300 Meter sein. Also so gut wie angekommen. Ja, ich bin jetzt hier im Hotelzimmer. Ich bin eingeschickt, Fahrrad steht in der Garage angeschlossen. Und ich werde dann jetzt gleich mal duschen und danach geht es dann nochmal in die Stadt. Ja, das Hotelzimmer. Ein kleiner Schreibtisch, Fernseher, sogar ein Kühlschrank hier drin. Ja, meine beiden Fahrradtaschen. Ein Einzelbett. Der Blick ins Duschbad. Alles da, was da zu sein hat. Keine Überraschung. Ja, dann bis nachher. Da gegenüber das Spielmuseum steht es groß dran. Und im Schaukasten steht wiederum Spielzeugmuseum. Ja, weiß nicht, was davon jetzt die richtige Bezeichnung ist. Ja, es gibt hier in Soltau auch ein gleichnamiges Flüsschen, die Soltau. Ja, das war jetzt Tag 3 meiner Tour auf dem Leine-Heide-Radweg. Es ging heute von Hannover hierher nach Soltau. Ich bin hier gut in Soltau angekommen, gesamte Distanz 125 Kilometer. Ja, die Tour hat mir wieder sehr gefallen. Ich bin heute nicht nur nach Ausschilderung gefahren wie an den ersten beiden Tagen, sondern habe das ein bisschen kombiniert, dass ich mir dann den Komoot-Track am Handy angemacht habe, aber ich habe keine Handyhalterung mehr am Fahrrad, die habe ich sinnigerweise abgebaut und hatte das Handy einstecken und an den brisanten Stellen, sage ich mal, habe ich dann aufs Handy geguckt und so kam ich dann ganz gut voran und ja, bin dann letzten Endes hier gut in Soltau angekommen. Wetter war wieder mal optimal heute. Es ging los bei 13, 14 Grad und ging dann hoch bis auf 24, 25 Grad etwa. Es war trocken, leicht bewölkt. Also ein ganz tolles Radlerwetter. Ich erlebte sehr schöne Natur. Das einzige Manko ist, ja, für meinen Geschmack hat man die Leine zu wenig gesehen. Man hat sie hier und da mal gequert, aber mal so ein richtiger Abschnitt, wo man mal so nebenher radelt, war eigentlich nicht auszumachen. Das Einzige war noch direkt in Hannover, da ist man noch auf den Leine-Radweg dann gut am Fluss entlang gekommen, aber dann außerhalb war es dann schon wieder vorbei damit. Ja, ich will jetzt nicht rumjammern, ich habe trotzdem schöne Natur gesehen und habe meinen Spaß bei der Tour gehabt, das ist die Hauptsache. Ja, morgen dann der letzte Abschnitt von hier, von Soltau nach Hamburg und ich würde mich freuen, wenn ich dann euch im vierten Teil auch wieder begrüßen dürfte. Und ich bedanke mich fürs Zuschauen hier im dritten Teil. Denn bis bald. Could've worked.
worked it out, but we got too close to the sun. Maybe in another life, we could have worked it out, but we got too close to the sun.